Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir hier auf meinem Kanal. Wir waren schon unterwegs. Es ist 9.29 Uhr. Ich wollte mich gerade hier an die Arbeit machen im Homeoffice. Und zwar muss ich unbedingt ein Video schneiden und ich wollte ein paar Kommentare beantworten von euch. Und wir waren halt schon unterwegs, weil gestern kam ja die Nachricht, dass wir den Einzelhandel ab Montag wahrscheinlich wieder öffnen dürfen und das Nagelstudio wahrscheinlich wieder ab Anfang Mai. Und wir haben uns so Plexiglasscheiben geholt und werden das morgen Nachmittag alles anbringen, damit wir halt so einen Schutz haben, den Kunden gegenüber und die von uns, dass wir uns nicht anspucken. Also beim Sprechen passiert das schon mal halt, ne? Einfach so, auch wenn man es nicht extra macht. Und nicht jeder hat einen Mundschutz und deswegen, ja, machen wir halt diesen Spritzschutz, sag ich mal. Und ja, jetzt ist halt noch früh, deswegen arbeiten wir jetzt noch drin und heute wird es wieder wunderschönes Wetter und wir haben auch ein paar Blümchen mitgebracht aus dem Baumarkt, die zeige ich euch nachher und die werden wir einbuddeln und den Tag dann am Nachmittag im Garten verbringen. Er hat Spaß. Man soll die warm stehen lassen. Man soll die warm stehen lassen? Aber wir können die ja da reinstellen, immer nachts, abends. Da ist ja immer warm drin im Schuppen. Okay. Wir haben hier nämlich gestern im Baumarkt sowas mitgenommen, womit man Champignons selber ziehen kann. Und das wollten wir jetzt mal hier ausprobieren. Wir haben zwei Pakete mitgenommen, eins machen wir jetzt und eins dann ungefähr zwei Wochen. Und man soll die dreimal ernten können. Mhm. Braune und weiße Champignons haben wir, ne? Ja, Browning und Whiteys. Ja. Nun, das müssen wir ein bisschen gießen, sagt der Mensch hier auf dem Bild. Ja? Mit der Sprühflasche am besten. Okay. Die haben wir nicht. Nein. Wir haben drin eine, da ist aber Desinfektionsmittel drin. Ich glaube, das mögen die Champignons nicht. Ich würde die runterstellen. Ja? Ja. Danke für deine Klugheit. Man weiß es ja nie so genau bei dir, wegen kein Bock. Ja, guck. Ging mit Gießkanne. Und jetzt zudecken. Happy, da drin ist die Beschreibung. Jetzt mach das, dann nimmst du die Beschreibung mal raus. Die Ernte weißer oder brauner Champignons. Die Verpackung mit dem Plastikdeckel drauf etwa 4 Tage bei Temperatur 20 bis 25 Grad aufbewahren. Danach ist der Kompost weiß mit Schimmel. Ja, das war ja, da haben wir uns ja gewundert, ne? Ja. Den Beutel mit der Erde nehmen und an jeder Seite etwa 10 Löcher hineinmachen. Darauf legen und den Beutel 30 Minuten lang in 0,5 Liter Wasser öffnet ihn dann und verteilt die Deckerde gleichmäßig. Ja. Danach die Verpackung 5 bis 10 Tage lang mit geschlossenem Deckel bei einer Temperatur 20 bis 25 Grad aufbewahren. Muss halt mit reinnehmen. Ja. Können wir eine Küche hinstellen am Ladegerät hinten. Wenn die Deckerde mit weißer Pilzbrut bewachsen ist, das Ganze bei 15 bis 18 Grad kühler stellen, dann kommt es ins Schlafzimmer. Ja. Sicherstellen, dass es nicht austrocknet. Ja, dann machen wir so eine Sprühflasche umladen. Du bist ja eh morgen hin. Was hat das gekostet, das Ding? 6 Euro, glaube ich. 6,99. Online kostet 10 Euro. Da müssen aber ordentlich Pilze rauskommen, dass sich der Aufwand lohnt. Er sagt, er muss einfach was anbeißen, einfach weil er die Destroyung im Blut hat. Smurfy, wir waren so schön tighter. Er sagt, er hat die Zerstörung in den Gene. Er kann da nichts für. Er ist ein Beagle. Er ist das Destroy-Dog-Beagle-Tier. Yes. Dann hauen wir die Rutschmatte auf. Beagle in der Pubertät. Übermorgen? Nein, mache ich dir gleich, okay? Ja. So, und hier sind die ganzen Blumen, die ich heute verarbeiten werde. Das sind hauptsächlich Stauden.
Und hier habe ich sogar Waldmeister gefunden. Den wollte ich immer schon mal haben. Und da muss ich gleich ein schönes, schattiges Plätzchen für suchen. Und ja, das sind alles so Frühblüher, Stauden, die winterhart sind. Und Bernd hat sich hier Eistee ausgesucht. Eistee, Kräuter, Verbene, wie auch immer. Die riecht so lecker. Nee, riecht richtig gut. Ein bisschen wie Zitronenmelisse, aber halt wie Eistee. Und die sind vom Aldi, haben wir die mitgenommen. Die fand ich ganz interessant hier, diese Püschelchen. Und die hier. Ach so, genau, wir haben auch noch Gemüse hier. Porree und Weißkohl und Sellerie. Und hier, die muss ich gleich erstmal einpflanzen. Sonnenblumen, die hohen. Die 2 Meter hohen, da wollte ich da welche pflanzen. Hinter dem Apfel- und Pfirsichbaum, weil die so schön hoch werden. Und dann werden die ein bisschen gestützt da von der Hecke. Und schön sonnig ist da auch. Ja, dann haben wir Kräuter- und Wiesenblume, noch mehr Sonnenblumen. Die bunte Margerite, und die soll mehrjährig sein, deswegen habe ich die geholt. Die sollen auch mehrjährig sein, und ich fand, das sah aus wie der Ehrenpreis. Also eine Wildblume, müssen wir mal gucken. Und türkischer Mohn, der wird auch so schön groß. Ja, dann fangen wir mal an. Wieso gehst du wieder rein? Calvino ärgert dich? Hä? Ich mach doch gar nichts. Tschüss, viel Spaß. So, und das ist die Clematis hier. Dafür müssen wir jetzt... Möchtest du mir helfen, Calvino? Ja. Oh mein Gott, das sind meine, ne? Nee, das sind die Möhrchen. Hä? Deine sind da. Ah. Die du gepflanzt hast. Ja, und da kommt schon ein bisschen. Oder? Ja, ich glaube, ja, da, guck mal. Da. Da kommt etwas. Das wird jetzt ganz immer mehr, weil es jetzt immer so warm ist. Dann such dir doch mal 2 Stück aus von denen, die du einpflanzen möchtest. Die Türkise, die ist so schön. Welche? Die? Dann nimm. So ein bisschen Türkis. Warte, dann nehmen wir die. Hier. Und wohin? Guck mal, können wir hier vorne machen. Die soll ja so im Halbschatten. Hatschi, Gesundheit. Die soll so im Halbschatten. Dann kann die entweder hier hin oder dahin. Ich würde sie rausstellen. Oder hinten rein. Hm? Wo möchte ich sie hinstellen? Boah, der ist aber hier sehr fest. Ja, habe ich gerade auch gemerkt. Voll viele Wurzeln. Ja, super. So, dann pflanzt du ein und ich gebe Bernd den Kohl. Dann zeige ich mal. Ja, das ist doch zu kalt. Das wird nicht wärmer. Ich weiß. Aber ich muss mich erst mal. Ja, das stimmt. Ja, geh du doch mal. Ich weiß. Wir hatten früher einen Pool. Und wenn der befüllt wurde, dann hatte das Wasser so 13 Grad ungefähr. Ja. Und dann bin ich auch da reingegangen. Oh, ist das kalt, das Wasser. Lass mich mal rutschen. Ja, warte. Mach mal doch mal da vorne die Cam und ich rutsche. Warte. Okay. Ich
Es ist so schön warm draußen, unglaublich. Ich bin nur kurz drin jetzt, die Kaffeekanne und so wegbringen und vorbereiten. Wir wollten nämlich heute mit unserem Pizzastein Pizza draußen machen. Der Bernd macht gleich ein Feuer auf dem Grill, den wir haben. Das zeige ich euch nachher. Und dann haben wir uns hier diesen Pizzastein bestellt bei Amazon. Und werden gleich ganz viele verschiedene Pizzen machen. Dafür brauchen wir einen Hefeteig und den werde ich jetzt schon mal vorbereiten. Wenn der Körper drauf ist, ist egal? Okay. Mir auch, ich frage nur. Happy mit Arnold Schwarzenegger sein? Hup. Wir haben keine Astralkörper, ist doch nicht schlimm. Wir lieben uns doch. Du kannst Feuer machen, deswegen habe ich dich geheiratet. Geheiratet ist, dann braucht man das nicht mehr. Hm? Was macht der Splitter? Geht das mit einer Hand? Das geht. Multitasking. Und da oben kommt gleich der Stein drauf. Also dann kommt es natürlich wieder weiter runter. Aber der Gedanke ist, dass wir Feuer nachlegen können, also Holz nachlegen können. Jetzt wird es natürlich so früh dunkel. So schön. Bernd hat gerade schon alles geschnibbelt, Pilze, Paprika und so, während ich den Teig geknetet habe. Ja. Dann kann ich ja mal eben zeigen, was ich alles gepflanzt habe oder was wir alles gepflanzt haben und was wir noch gießen müssen nachher. Also hier habe ich gerade überall Sonnenblumenkerne verteilt, dass die dann hoffentlich bald kommen. So, hier habe ich dann diese Stauden reingemacht. Ach, wie süß. Seht ihr da den Schmetterling? Oh. Hier haben wir schon mal entschieden, das Stück wird alles Kartoffel. Wir hatten ja schon die, wie heißen sie? Heißen die Saatkartoffeln? Ja. Ja, haben wir schon liegen, dass sie keimen. Und hier wollten wir die am Wochenende dann einbuddeln. Und hier haben wir die Salatherzen, die ich eingepflanzt habe. Und hier hat der Bernd dann Sellerie gepflanzt, Weißkohl und hier ist Porree. Da muss ich näher dran gehen. Der ist noch sehr, sehr schmal. Und das ist ja der Knoblauch hier vom letzten Jahr. Der dauert noch ein bisschen. Und schaut mal, hier kommen schon die Zuckererbsen da hinten. Hier einmal ganz rum. Und hier kommen schon Radieschen. Hier habe ich schon einmal durchgehakt. Aber ja, da muss man dann halt das Unkraut immer rausziehen. Wichtig ist, dass man unterscheidet, was was ist. Das ist Radieschen und das hier ist Unkraut, die Spitzen. So, hier haben wir nichts Neues gepflanzt. Weiter geht's. Wow, jetzt hast du aber ein großes Feuer. Schön, es lodert. Toll sieht das aus. Hier haben wir den Eistee hingemacht und hier habe ich auch noch mal ganz viele Sonnenblumen reingemacht. Diese Staude habe ich vor langer, langer Zeit gepflanzt. Hier geht es weiter mit Gemüse, noch Weißkohl und Porree. Hier kommen dann auch noch mal ganz viele Sonnenblumen, eine ganze Reihe. Und hier ist ja der Bambus, der wird dann bald losgehen und wachsen. Und hier habe ich noch ganz viele Blumen, die sind alle mehrjährig. Die habe ich dann angesät. Mal gucken, wann die kommen. Und wenn die kommen, dann kann ich die einpflanzen. Ja, und hier war Calvino ganz fleißig. Hier hat er das Männertreu mehrere reingemacht. Und diese Puschelblumen, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Die hat er alle hier reingemacht. Das ist auch eine Staude. Und die beiden auch, die werden immer wieder kommen, hoffentlich. Hier sind die Püschel, genau. Das ist auch noch Männertreu. Das ist richtig schön, wenn man dann so in den Garten reinkommt. Ein farbenfroher Fleck. Und das wird ja alles nach und nach jetzt erstmal in eine Tonne gemacht vom Kirschlorbeer.
Und das kommt dann alles auf den Sperrmüll oder zur Mülldeponie, wenn sie dann wieder aufmachen und wir die wegbringen können, die Sachen. Und wenn man hier rumgeht, habe ich hier auch ein bisschen gewütet. Etwas Unkraut rausgerupft. Hier ist unser Schattenplatz und das ist Zitronenmelisse. Die kommt auch jedes Jahr wieder. Und da habe ich meinen Waldmeister. Tada! Und das müssen wir gleich noch alles gießen nach dem Essen. Jetzt wird erstmal für die Pizza vorbereitet. Soll ich den schon drauf machen jetzt oben? Für beide. Für Michaela und für mich. Wir haben zwei Balken. Liebe. Was? Hast du da Hefe reingemacht? Ja, ne? Ich habe da Hefe reingemacht, ja. Okay. Klar. Wir haben schon den Wassertest gemacht. So ein Tropfen Wasser da drauf und das zischt sofort. Ja. Und das haben wir jetzt so 45 Minuten haben wir den Stein aufheizen lassen und jetzt kommt die erste Testpizza. Ja, wir brauchen auch noch Teller und so, ne? Ja, hole ich gleich. Hole ich diese großen Pizzateller. Genau, ne? Oder hol einfach ein großes Brettchen, dann essen wir da runter. Ja. Geht's dann? Mit Kopf gebrochen. So, jetzt bin ich gespannt. Wie lange die braucht. Wollt ihr mal die nächste, ne? Ja. Bis am Schwellfett. Wir haben los. Macht Spaß. Käse machen? Ja. Wenn wir extra den Simpli V habe ich mitgebracht. Ja. Eins und. Warte. Erst wenn der Hund da weg ist. Schlafi. Und wie schmeckt die? Mhm. Ist auf jeden Fall knusprig, aber von oben lecker. So ein bisschen roh. Mhm. 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 Boah, die ist richtig knusprig. Mhm. Haben nur den Käse vergessen. Aber die zweite ist mit Käse. Mhm. Und von unten sieht die so aus. Mhm. Ja. Vom Römertopf den Deckel können wir da nicht drauf machen, ne? Geht nicht. Ist doch gut so. Okay, der wird schon schmelzen. Irgendwann. Die Soße war ja auch gerade richtig am Kochen. Mhm. Ja, wenn wir morgen noch mal Pizza machen, dann möchte ich mal, wie heißt das, Flammkuchen machen mit Creme Vega und so. Ja. Na, die sieht jetzt schon wesentlich besser aus. Ist der Pizzaschneider aufgetaucht? Nein, der Pizzaschneider ist nicht aufgetaucht. Und die blubbert sogar. Ja. Übung macht den Meister. Ja, Korn ruhig noch ein bisschen. Also, sieht schon gut aus, aber damit die noch ein bisschen garer wird. Haftet auch nichts dran. Hm? Haftet auch nichts an, was nee. Ich dachte. Muss du nur genug Mehl nehmen, ne? Ja. Ja, ist doch super. Sehr zu empfehlen. Den lassen wir dann draußen liegen dann heute Nacht, oder wie? Ja, zum richtig abkühlen, ne? Mhm. Dafür, dass wir so einen günstigen Pizzastein genommen haben. Ja, 140 Euro. 140 Euro, warum bist du so? Das war aber eine wirklich sehr leckere Pizza. Da ist noch der Rest, den essen wir später wahrscheinlich noch. Und das war eine super Anschaffung. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir uns davon noch mehr Pizzasteine holen. Einfach, weil das so mega lecker ist. Und man kann die auch hier im Backofen reinmachen. Dann wird es von oben halt auch so richtig schön knusprig und dunkel. Ich habe jetzt hier mein Video für morgen Vormittag schon mal vorbereitet. Und ich bin jetzt echt... Oh, man sieht mich gar nicht. Es ist ganz dunkel. Ich bin jetzt echt voll müde. So viel gewerkelt den ganzen Tag draußen im Garten. Und ich habe ganz trockene Lippen. Ich glaube, ich habe zu wenig getrunken. Ich muss mehr trinken. Also ich habe schon viel getrunken, aber wenn man halt so in der Sonne ist
mal ein bisschen Creme drauf machen. Dann schwitze ich halt so. Also man verdunstet das Wasser schneller oder wie auch immer ich sagen soll. Und dann über trockene Lippen. So. Wir gehen jetzt gleich noch eine Runde mit dem Hund. Und ansonsten wird heute nicht mehr viel passieren. Schätze ich mal. Ach so, ich habe euch doch erzählt, dass wir den einen Abend im Park hier mit einem Messer bedroht wurden und so. Und da haben wir einen Brief jetzt bekommen von der Polizei, dass wir da hin müssen zur Aussage. Und... Oh, Entschuldigung. Ja, da müssen wir dann bald hin in die Aussage machen. Man kann es mir wirklich recht machen. Und dann bin ich gespannt, was da rauskommt bei dieser Anzeige für die Bedrohung, die wir da abends im Park hatten. Ob da überhaupt jemand gefunden wird. Ich schätze mal, das wird eh eingestellt, weil das so zu wenig öffentliches Interesse hat oder wie auch immer das dann heißt. Ja, gut, meine Lieben. Ich werde das Video jetzt wieder beenden. Und ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.